Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal zeigen, wie man einen meiner gelaserten Spantensätze zusammensetzt. Das Ganze zeige ich euch Schritt für Schritt. Vorweg noch ein paar Kleinigkeiten zu dem Spantensatz selbst. Ich habe den lasern lassen, ich habe den vorher in AutoCAD konstruiert. Es ist eine Annäherung an ein italienisches klassisches Sportboot aus Mahaguni. Ich habe das nach bestem Gewissen so gemacht, dass es Sinn macht und dass es relativ einfach ist zusammenzustecken. Ich gebe euch auch noch immer zwischendrin wieder Infos dazu, was Sinn macht, welche Materialien oder Hilfsmittel ich verwende, und so gehen wir das Ganze mal heute Schritt für Schritt an. Zunächst möchte ich ein bisschen auf das Hilfswerkzeug oder auf die Hilfsmittel eingehen, die ich mir da zunutze mache. Das sind zum einen als erstes nur mal zwei kleine Holzzwingen. Ich benutze den wasserfesten Leim mit der blauen, man kennt ihn auch mit der orangenen Kappe. Ich nehme natürlich den wasserfesten. Und ich habe einen Winkel. Das ist immer ganz hilfreich, ein kleines Hämmerchen. Und ich habe auch zwei verschiedene Holzzulagen, wenn ich irgendwas zwinge oder mit dem Hammer drauf haue, dass ich mir nicht sofort den Spantensatz kaputt mache. Der Kiel besteht aus zwei Teilen. Das war nicht anders zu lösen, da die Laserfirma das nicht größer auf ihren Tisch bekommt. Das heißt, der Kiel und der vordere Teil des Kiels geht bis, ich glaube, ist ungefähr 1 Meter bis 1,20 Meter lang, und der Rest ist dann nochmal einfach hinten. Das Ganze habe ich ausgeklinkt, Überplattung gemacht, so dass man den dort wieder ordentlich zusammenfügen kann. Das Ganze kann man natürlich einfach mal 2 Stunden vorher machen, bevor man anfängt, dann hat man den Kiel schon zusammen, wenn man dann mit dem eigentlichen Spantensatz beginnen möchte. Der Spantensatz besteht aus rund 22 Frames. Es gibt auch noch halbe Frames, aber da komme ich später noch dazu. Ich habe mir den Kiel schon zusammen gemacht, das heißt, ich habe ihn jetzt hier schon verbunden. Ich kann das mal versuchen zu zeigen. Das ist an dieser Stelle jetzt hier verbunden. Man sieht es nicht so gut, vielleicht ein wenig. Das reicht mir erstmal am Anfang. Dann kann ich mir auch schon direkt die ersten 3, 4 Spanten zurechtlegen. Das Ganze wird im Prinzip über den Kiel gestülpt und dann in den vorderen 2 Ausklinkungen oben am Kiel und unten am Kiel einfach ineinander gesteckt. Das ist manchmal ein bisschen Gefummel, aber mit ein bisschen Übung und ein bisschen Geschick kriegt das eigentlich jeder hin. Zwischendrin gebe ich auch immer wieder noch einige kleine Infos oder Tipps oder Fragen, die mir gestellt worden sind von Kollegen. Zum Beispiel wurde ich gefragt, ob die Schmauchspuren am dem Sperrholz hier was an der Leimverbindung ausmachen würden, dass das nicht mehr so gut hält. Das kann ich also nicht bestätigen. Das ist genauso stabil, als wenn das frisch geschliffen wäre. Wenn das jemanden stört, der kann natürlich ein bisschen mit dem 100er Schleifpapier hergehen und die nochmal ein wenig aufrauen. So, es macht natürlich Sinn, das Ganze einmal trocken zusammenzustecken. Ich erspare mir das Ganze. Ich habe das natürlich schon ein paar Mal gemacht. Ich werde den jetzt direkt zusammenstecken und auch verleimen. Das heißt, das Ganze wird für euch ein bisschen im Zeitraffer passieren. Ich werde mir hier mühselig die Zeit nehmen, Spant für Spant zu verleimen. Die Spanten selbst sind auch immer beschriftet mit FR1 für Frame 1 bis Frame 22. Kaum ist da ein bisschen Leim dran, flutscht das auch ganz gut zusammen. Ist wie eine Art leichtes Schmiermittel. Den überschüssigen Leim kann man ein bisschen
Verstreichen ist nur Leim, kann man hinterher von den Fingern gut wieder abmachen. Das Ganze fixiere ich mir jetzt hier mal mit einer Zwinge, damit mir das nicht direkt wieder auseinanderrutscht. Und dann gehe ich auch schon an den Spanten 2. Und so geht das jetzt der Reihe nach weiter. Zur Ausrichtung des Ganzen komme ich später. Das ist einfach jetzt noch nicht notwendig. Und auch über die Verwendung einer Helling kann man diskutieren. Ich mache das weitestgehend ohne Helling. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, sich so ein bisschen zu helfen, und auch das tue ich. Eine Hilfskonstruktion auf dieser Platte, die ich hier liegen habe, die, wo ich mir auch einen Mittelriss angezeichnet habe, werde ich natürlich nachher zum Beplanken den Rumpf über Kopf stabilisieren. Sonst wäre das natürlich unheimlich ärgerlich, wenn es die ganze Zeit verrutscht, wenn man irgendwann Zwinge ansetzen möchte. Aber ich habe den Rahmen erstmal ohne Helling konzipiert. Das Ganze ist in sich schon so stabil. Ich halte das gar nicht für notwendig, da so viel Material zu, ich will nicht sagen zu verschwenden, aber ich halte das für überflüssig. Das ist auch so stabil genug, und ich habe davon schon 4 Boote gebaut. Und sie sind nur schöner geworden von Boot zu Boot, und ich habe auch die Form jedes Mal wieder ein bisschen angepasst. So, bis dahin habe ich jetzt die ersten 3 Spanten verleimt, weil mir das einfach zu schwer wird mit den Zwingen und ich mir das Ganze auch nicht verziehen möchte. Das ganze Modellbau ja auch ein bisschen was Langfristigeres ist und Spaß machen soll auf Zeit, worauf man sich freut, wie es dann weitergeht. Gibt es hier ein kleines Päuschen. Für euch ist das nur ein kleiner Schnitt, es geht dann gleich schon weiter. Ich sag's nur, ab und zu passieren so Schnitte. Ich muss natürlich jetzt ungefähr 20 Minuten Trocknungszeit einhalten, bis der Leim ungefähr fixiert und abgebunden ist. Bis dahin konstruiere ich noch ein bisschen was anderes und wir sehen uns dann gleich schon wieder, wenn ich die nächsten 3 oder 4 Spanten verleime.
Bis dahin. So, an der Stelle machen wir dann auch schon weiter mit dem vierten Spann. Vier und fünf sollten da jetzt schon möglich sein. Der achte Frame, der ist ein bisschen stabiler gebaut. Ich werde dieses Boot direkt darauf vorbereiten, eine Display-Montage zu realisieren. Daher brauche ich hinter dem Armaturenbrett im Prinzip genügend Platz für die Kabel und die Platinen, sodass ich mir in diesem Fall, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr keine Displays verbauen wollt, wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr die Displays verbauen wollt, macht es Sinn,
diesen Frame hier oben ein wenig zu auszudünnen. Das heißt, das, was ich jetzt hier angezeichnet habe, werde ich jetzt gleich nochmal mit der Stichsäge aussägen, sodass ich oben einen dünneren Frame habe, einfach um Platz zu sparen. Wer das vorweg schon weiß, kann dies natürlich auch sinnvollerweise sofort berücksichtigen. So, das dürfte jetzt auch getrocknet sein. Machen wir weiter mit Band 6 und 7. In der Zwischenzeit werde ich die Gelegenheit nutzen, um eben mit der Stichsäge den 8er Rahmen vorzubereiten. Kann man natürlich auch super mit der Dekupiersäge machen oder mit der Bandsäge. Da ich die jetzt gerade weggepackt habe, mache ich das eben mit der Stichsäge.
Ganze passt schon. Somit kann der dann gleich hier auch eingebracht werden. Wie gesagt, die Anpassung von Frame Nummer 8 ist nur dann notwendig, wenn man im Vorhinein schon gerne die Displays mit realisieren möchte, da die Displays nach hinten ein bisschen auftragen und sonst hinterm Armaturenbrett nicht genug Platz wäre, muss man hier den Frame Nummer 8 ein wenig nach oben hin dünner machen. Das hat keine Einbußen in der Stabilität. Vielleicht konzipiere ich auch in den zukünftigen Rahmen den Frame Nummer 8 so, dass er von vornherein schmal ist, dann ist das gar nicht mehr notwendig. So. Hier ist es jetzt natürlich notwendig, die Mitte zu zentrieren. Das lässt sich natürlich vorher auch gut anzeichnen. Und ich mache jetzt zur Sicherheit hier von vorne in den 8er Frame auch noch eine Klammer rein. Womöglich, beziehungsweise ich schraube das. Dazu bohre ich mir hier kurz ein kleines Zweierloch vor. Nehme ich mir eine kleine 3x30er Schraube und fixiere das hier auch mit einer Schraube. Hier ist es auch nicht mehr nötig, eine Zwinge reinzumachen, weil jetzt natürlich der Kiel hier auch nirgendwo mehr hin kann. Damit haben wir den vorderen Teil des Rumpfes und den Spanten schon zusammengesetzt.
dann ist enthalten in dem spannenden Satz auch diese Spitze. Die muss man sich natürlich noch so ein bisschen anschleifen, rundschleifen und anpassen, so dass sie dann hier vorne noch eingesetzt werden kann. Das mache ich jetzt auch direkt. Das kann schon mit trocknen. Und entgegengesetzt der Vermutung, dass die Schmauchspuren von Laser, da was sich hier dunkel abzeichnet, irgendwie was an der Klebeverbindung ausmachen können, kann ich so absolut nicht nachvollziehen oder auch nicht bestätigen. Funktioniert wunderbar. Was ich natürlich nicht unbedingt empfehlen würde, ist das Ganze mit alles mit Sekundenkleber zu machen. Natürlich kann man sich, das mache ich auch, mal behelfen mit Sekundenkleber, um irgendetwas zu fixieren. Die Tischlerweisheit belehrt jedoch, dass tatsächlich echte Holzverbindungen immer noch am besten halten, wenn man sie mit D3 Wasserleim verklebt oder auch D4 Wasserleime, jedenfalls Weißleime. Ob das nun wasserfeste Leime sind oder wasserlösliche Leime, sei erstmal dahingestellt. Natürlich empfiehlt es sich im Bootsbaubereich wasserfeste Leime zu verwenden, da man dann einfach ein bisschen mehr Stabilität auch im feuchten Gewässern oder wenn mal Wasser eintritt, dass man dort auch eine Sicherheit hat, dass sich nicht gleich der Leim auflöst und so gummihaft wird. So. Natürlich kann man zwischendrin auch mal mit dem Winkel gucken, ob das Ganze einigermaßen winklig ist, aber durch die Genauigkeit beim Lasern sind die alle ziemlich gut, wenn nicht sogar einfach alle perfekt geworden. Der 8er Frame, der ist jetzt ein ganz klein bisschen schräg, das lässt sich aber nachher über die oberen Traversen, wo wir hier in dem 8er Frame schon die Ausschnitte haben, korrigieren, weil das darüber wiederum in die Flucht der Kajütenform gezogen wird. Die Frames 9 bis hinten hin sind ein bisschen mehr Gefummel, weil man natürlich nicht mehr oben eine Führung hat. Die Führung wird erst später eingesetzt, die oberen Traversen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Die werden später eingesetzt und bis dahin ist das natürlich ein bisschen wackelig und man muss gucken, wie man es einigermaßen sinnvoll hinlegt zum Verkleben. Manche machen das sich womöglich jetzt schon über Kopf. Man kann natürlich auch sich das auszählen. 9, 10, 11 und sich hier hinten schon mal einen reinmachen als Stütze. Das ist natürlich auch möglich. Sieht jetzt nur, das bringt noch nicht so sehr viel, weil das hier hinten noch in der Luft hängt. Thank you.
Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu viele Zwingen an den Kiel dranhängt. Irgendwann hält das natürlich vom Gewicht auch nicht mehr so gut aus. Ich bin mittlerweile bei Spann 13 angelangt. Den 14er werde ich wohl auch noch verkleben und es dann aus Gewichtsgründen erstmal wieder trocknen lassen. So kann das auch schön hier baumeln und hat genug Spiel und kann sich nirgendwo verziehen.
Damit sind wir schon bei Spant Nummer 17. Jetzt allerdings muss ich es tatsächlich erstmal trocknen lassen. Die Ungeduld spielt natürlich auch immer eine kleine Rolle. So, da geht's auch schon weiter. Das müsste jetzt auch getrocknet sein. Was ist eigentlich hier mit dieser Zwischenlos? Das Ganze jetzt mal für euch um, damit ihr das auch besser sehen könnt. So. Dann geht es hier auch weiter mit dem 18er Frame. Thank you.
Den letzten Frame lasse ich bewusst gleich noch weg. Das ist quasi der Frame, der unterm Heck sitzt, der dann auch schon schräg hinten im Heck sitzt. Den leime ich immer erst später ein und klebe ihn später ein, wenn ich auch mich an das Heck begebe. Das Heck ist mit einer der schwierigsten Sachen an dem ganzen Boot. Aber das lässt sich einfach nicht einfacher oder sinnvoller realisieren, da das einfach, ja, das ist bedingt der Form so, dass das halt einfach eine sehr aufwendige, schwierige Konstruktion und Aufbau ist, bis das mit dem Heck so schön wird, wie es dann später sein soll. Aber da kommen wir nach und nach, Schritt für Schritt auch dazu, und das erkläre ich dann auch Schritt für Schritt. An der Stelle heißt es jetzt wieder warten, bis auch die letzten Frames bis Frame 22 getrocknet sind. Dann kann ich das Ganze umdrehen und die Traversen einsetzen und einleimen. Das sind einmal, kann ich ja schon mal zeigen, das sind einmal diese zwei breiten Stücke, die von hinten bis zu dem Frame 8 gehen und dort auch wieder eingehakt werden. Dann haben wir als zweites, also die liegen innen am Rumpf, die langen. Dann haben wir noch zwei kürzere mit einer schrägere, mit einer hinten, mit einer Schräge. Die kommen außen rechts und links hin, es sind auch Aussparungen da und passen nur in eine Richtung im Prinzip. Ne? Und das gleiche haben wir dann im Prinzip für die Kajüte und die hintere Liegefläche für oben. Das sind auch wieder die Schrägen für hinten. Ich denke, das ist eindeutig. Und die kürzeren, die dann von dem Frame 8 bis in die Mitte gehen. Und hier sind dann auch die zwei halben Frames einzusetzen. Das ist einmal 17a und 21a. Und dazu gibt es dann hier noch kleine Stabilisierungs- und Verbindungsklötze, die vom jeweils 17er Frame zum 17a und die beiden kleineren vom Frame 21 zum Frame 21a kommen. Da kommen wir später noch dazu, aber ich habe es wenigstens schon mal erwähnt. Hier habe ich dann noch die Rundungsstreben. Wer mit Unterbau arbeitet, der kann die gerne verwenden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie verwende, da ich gerne probieren möchte, das Heck aus Mahagoni-Holz und einem schönen Mahagoni-Rahmen zu realisieren. Daher weiß ich noch nicht, ob ich bei diesem Boot diese hier verwende. Wer allerdings mit Unterbeplankung arbeitet und das Ganze dann später furniert oder mit einem dünnen Mahagoni überziehen möchte, der kann natürlich diese Rundbögen hinten später am Heck, das ist der letzte Heckframe, da kommen die hier unten, werden die eingehakt, und oben muss man sich die Aussparung eben anzeichnen und noch aussägen. Das wird in der nächsten Serie dann auch schon im Lasersatz berücksichtigt sein. Wir haben das Boot jetzt auch schon umgedreht.
Und ich habe hier mal die eine Leiste zum Andeuten schon mal reingesteckt. Die hole ich natürlich jetzt noch mal raus, um Leim anzugeben. Und dann wird die auch schon mit einem Hämmerchen hier reingeklopft. So. Das heißt, ich gehe jetzt her und mache mir hier überall Leim dran. Dann kommt das Ganze, wie gesagt, vorne am Achterspann wird das eingehängt und dann nach hinten hin schön in die Spantenlücken. Spant 17 ist auch eine Aussparung und dann nach hinten hin geht das natürlich nach unten hin weiter. Um das Ganze jetzt sich ein bisschen zu erleichtern, nehme ich mir eben einen Hammer und einen Klotz und schlag das nach und nach in die Führung hinein. Dabei merkt man jetzt auch, wie im Prinzip das Heck langsam nach oben kommt. Das ist auch richtig, denn im Prinzip, wenn es am Achterspant vorne der Kiel auf Null aufsitzt, muss das Ende vom Kiel ca. 2 cm hochgehen. Und zwar an dem Frame 21 unterlegen wir ca. 2 cm. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein Klötzchen als Hilfsmittel und schiebe mir das hier hinten unter den Kiel, sodass der einfach ein bisschen höher liegt. Mir ist jetzt der Kiel ein klein bisschen auseinandergegangen an der Nahtstelle. Das fixiere ich mir jetzt hier kurz noch mal ein bisschen mit Sekundenkleber. Und dann mache ich auch schon mit dem zweiten Mittelsteg weiter. Gleiche in Grün. Hier haben wir jetzt überall ein bisschen Leim dran und
auch diesen Spand setze ich jetzt von Spand 8 bis nach hinten hin ein. Dann nehme ich mir auch wieder meine Zulage zum Klopfen und klopfe das hier ein wenig runter. Das fixieren wir uns hier noch eben wieder ein bisschen. Und dann geht's auch schon weiter. Den überschüssigen Leim kann man wieder ein bisschen wegstreichen. Das ist einfach, sieht schöner aus. Hat natürlich nichts weiter an Einbußen oder Konstruktionsänderungen. So, wenn das erledigt ist, können wir uns im Prinzip auch schon an die nächsten Traversen machen. Das sind dann die unteren äußeren. Da haben wir einmal an Frame 22 die Aussparung. An Frame 21 ist sie auch noch angedeutet und dann gehen diese Streben einfach parallel zu den inneren ansteigend, leicht ansteigend nach oben. Kann man sich auch einmal reindrücken und schauen, dass sie alle richtig sind.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass hier die Ausklinkung ein Müh zu gering ausgefallen ist. Daher säge ich mir die jetzt eben noch mal ein bisschen nach. Muss man nicht, kann man machen. So, dann setze ich da auch diese ein. Dann kümmern wir uns noch um die zweite Seite. Thank you.
So, ab hier lasse ich das Ganze jetzt auch wieder gut durchtrocknen, weil mir das einfach für die Folgearbeiten auch immer wieder gleich Stabilität bringt. Zwinge hier kann ich jetzt auch schon wieder abnehmen. Der hier sträubt sich ein wenig, mache ich die Zwinge lieber hier dran. Will nicht. Gut, dann bleibt sie ganz weg. So, das sollte jetzt einigermaßen getrocknet sein, sodass wir jetzt im Prinzip mit den oberen Traversen und auch den halben Frames weitermachen können. So haben wir hier wieder die beiden hinteren. Ich denke, das ist klar, wie rum die gehören, und die beiden vorderen. So. Bei den vorderen gibt es zwei Seiten, und zwar einmal die Seite mit dem kürzeren Überstand und die Seite mit dem breiteren Überstand. Der breitere Überstand kommt nach hinten. Der vordere Überstand wird dann wieder am 8er Frame eingehakt. Und dann die Aussparung in die inneren Ausklinkungen von den jeweiligen Spanten. Das kann man auch ganz gut seitlich reinschieben. Das muss man einfach für sich probieren. Ich mache das jetzt auch einfach einmal trocken rein. Guck, dass das alles passt. Und werde es dann nochmal rausnehmen und verleimen. Das sieht so wunderbar aus. Das gefällt mir, also wieder raus damit. Und mit Leim wieder zusammen.
So. Das wäre die erste Seite. Und dann machen wir auch schon die zweite Seite gleich mit. So, das war auch schon der zweite obere Rahmen. Damit bleiben uns dann jetzt auch nur noch die zwei hinteren. Und wenn die drinne sind, gibt es dann auch die Verbindung mit den halben Frames und den kleinen Verbindungsstücken. Sieht man das jetzt auch, wenn man die hinhält? Hier ist ein Spalt und hier ist ein Spalt, wo dann später eben die beiden halben Frames sitzen. Die werden von unten später noch reingezogen. Dass das so ein bisschen auf Spannung jetzt läuft, ist Absicht. Dadurch kriegt das Ganze natürlich am Ende auch nochmal Stabilität. Das heißt, ich werde jetzt den hinteren einleimen und hier gerade reindrücken. Und dann werde ich den Leim hier angeben und das Ganze nach außen ziehen und hier wieder einhängen. Das gleiche mache ich dann auf der anderen Seite. Und hier achte ich natürlich drauf, dass die Höhe stimmt,
Da setze ich mir dann eine Zwinge an und schaue, dass ich aber natürlich hier noch den 17er Spand auch reinkriege. Machen wir einfach mal. Jetzt habe ich natürlich hier den 21er schon mit Leim eingegeben. Das war nicht so ganz klug, aber das sollte jetzt am Ende nicht daran scheitern. So, jetzt gebe ich mir hier Leim dran. Nehme mir eine Zwinge, bringe das auf ein Level an der Oberkante und setze mir hier eine Zwinge an. Mal kontrollieren, dass auch alle Verbindungen hier schön ineinander liegen. Hier nehmen wir jeweils die Oberkante an mit den Frames und der Traverse. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite.
So. Dann haben wir den Frame 21A, der hier von unten reinkommt, der natürlich auch ziemlich unter Spannung steht, aber das ist gewollt, damit wir irgendwo müssen wir ja die Form reinkriegen. Das heißt, das ist nicht ganz einfach reinzukriegen, das darf auch ein bisschen mit der Zwinge reingedrückt werden dann, das zeige ich einfach gleich. Aber es ist genauso gewollt, denn wenn ich hier die Lücke einfach so gemacht hätte, dann würde das Boot einfach nach hinten schmal werden. Es läuft aber in einem ganz leichten Bogen nach hinten zusammen. In dem Moment, wo ich das hier auseinanderdrücke, bekomme ich einfach den gewünschten Bogen, den ich haben möchte. Und genau das gleiche passiert hier dann mit dem 17er Frame. Da wird auch noch mal ein bisschen Spannung nach außen gebracht. So, das Ganze sollte jetzt schon wieder getrocknet sein. Können wir uns daran begeben, den 21er Frame und den 70er Frame mal einzusetzen. Dazu nehme ich mir natürlich jetzt hier Leim, mache den hier dran und ziehe das dann mit einer Zwinge einfach rein. Wie ich schon erwähnt habe, ist das ein bisschen schwierig. Ist nicht so ganz einfach. Alles steht so ein bisschen unter Spannung, aber das habe ich genau so konzipiert. So, haben wir es auf der einen Seite schon drin.
und auf der zweiten Seite auch. Das darf auch ein bisschen hier oben überstehen, denn das wird natürlich noch ein bisschen geschliffen nachher und dann stimmt das mit der Schräge, dann hat man das als gesamte Auflagefläche. So. So, die kleinen Verbindungsstücke kommen mit der kleinen Nase nach oben zwischen den Frame 21 und 21a. Ich mache davon auch nochmal ein Detailfoto oder eine Detailaufnahme, sodass ihr das alle sehen könnt. Das Ganze auch mit Leim und dann einfach einer Zwinge verbinden. Praktisch sind auch immer diese Klammern. Damit lässt sich das jetzt hier auch ein wenig so verpressen. Und die Zwingen sind vor allem auch sehr schwer. So, die längere Seite des Verbindungsstücks kommt an den Frame 21, die kürzere Seite an den 21a. Dann haben wir den Frame 17a, der hier jetzt auch noch dazwischen kommt und im Ganzen noch mal mehr Stabilität bringt. Der 17er Frame lässt sich auch einfach wieder reindrücken. So. Thank you.
Dann haben wir die größeren Verbindungsstücke. Die kommen zwischen den Frame 17 und den Frame 17a. Da kommt auch wieder die längere Seite an den 17er und hier oben in die Aussperrung der 17a. Da mache ich dann auch noch ein Detailfoto von, damit ihr sehen könnt, wie das genau sitzt. Die verleime ich jetzt auch direkt ein. Und dann können wir das zweite Seitenteil auch auf der anderen Seite, also das Verbindungsstück, auch einleimen. So, auch das ist dann schon erledigt. Jetzt kommen wir so langsam dem letzten Frame und dem Heck näher, den man dann schon mal so langsam vorbereiten und einfassen kann. Ich habe bewusst den Kiel ein bisschen länger gelassen, weil man das einfach individuell ein bisschen immer anpassen muss. Das heißt, ich kann den, der Kiel hat natürlich auch unten die Aussparung für den, an dem letzten Spanten ist die Aussparung für den Kiel. Und der passt auch über den Kiel drüber, aber der ist dann natürlich so in, dementsprechend noch viel zu hoch. Das heißt, er muss noch viel weiter runter. Dafür zeichne ich mir das einfach einmal an. Und an der Stelle nehme ich mir die Japansäge und kürze mir das einfach ein bisschen ein. Thank you.
nehme ich mir den letzten Frame nochmal, halte das nochmal an. Ich kann jetzt sehen, dass das alles wunderbar hier hinten passt. Jetzt muss der Ganze nur noch runter, der Gute. Das heißt, ich säge mir jetzt hier hinten am Kiel das Stückchen ein. Dass der jetzt hier hinten ein bisschen übersteht, ist auch Absicht, denn wir müssen berücksichtigen, dass wir das Ganze ja hier noch schleifen und dann genug Futter haben müssen. Sonst würden wir hier auf der nur so eine leichte Kante haben, wo wir hinterher Klebefläche haben. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen steht das hier jetzt noch ein bisschen über. So, das gefällt mir hier ganz gut. So nehme ich das. Hier gebe ich jetzt zum einen natürlich Leim an und zum anderen helfe ich mir da jetzt ein bisschen mit Tackernadeln.
Den Sekundenkleber nehme ich natürlich jetzt nur, um das Ganze ein bisschen zu fixieren, damit es mir nicht ständig verrutscht. Das Ganze bekommt natürlich jetzt dann gleich nochmal eine Portion Leim und eben auch eine Tackernadel. Hier hat sich jetzt leider Gottes ein Tacker irgendwie ganz komisch verabschiedet. Da versuchen wir nochmal einen anderen reinzusetzen. Das sieht schon viel besser aus. So, das Ganze ist natürlich jetzt zum Trocknen verdammt. Macht aber alle für sich schon einen sehr guten Eindruck. An der Stelle empfiehlt es sich natürlich jetzt auch wieder ordentliche Trocknungszeiten einzuhalten, dass das Ganze einfach ordentlich abtrocknen kann. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich zum einen, wer mit Umgabelplankung arbeitet, der würde jetzt noch hier hinten die Rundungsstücke einsetzen und einpassen. Hier oben eben die passenden Ausklinkungen dazu noch machen. Dann passen die hier wunderbar hinten rein. Warum die mir in dieser Serie die Aussparungen hier oben nicht mitgelasert haben, weiß ich nicht. Das tut mir auch leid. Vielleicht war das vom Material her zu dünn. Das würde das Ganze vielleicht erklären, warum sie das nicht mitgemacht haben. Für euch einfach mit dem Bleistift anzeichnen und eben noch die Aussparung machen. Ich denke, das ist kein Problem. Dann habt ihr auch das fertig. Das ist im Prinzip der komplette Spantensatz. Bis hierhin ist alles enthalten. Der nächste Schritt, den muss ich dann, ab da muss im Prinzip jeder selber für sich bauen, als Modellbauer mit ein bisschen Geschick. Ich habe mir hierzu 5x8 mm Leisten gekauft, die wiederum als Stringerleisten fungieren. Die 5x8 kann ich hier unten perfekt einsetzen. Die passen da auch perfekt rein. Mit ein bisschen Geschick kann man die einfach direkt verkleben. Die kann man einfach reinpressen und eben auch direkt verleimen. Ich würde das Stück für Stück machen
und nicht alles auf einmal rein. Ich würde die geraden Stücke erstmal verleimen, bis auch wieder zum Spand 8. Und dann würde ich eben gucken, dass man zum Spand von 9 kommend, Spand 7, Spand 8 und dann, wenn man auf beiden Seiten Spand bis Spand 8 die Stringerleisten eingebracht hat, dass man dann hergeht und sie mit der 7er verbindet. Hier ist ein bisschen wichtig darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Spanten stimmt und dann ist auch schon die grobe Stabilität des Spantensatzes hergestellt. Spätestens mit der zweiten Leiste, die man hier oben setzt, wird das Ganze massiv stabil. Natürlich sollte man vorher hier die Spanten noch ein bisschen mit der Japansäge auf die Gärung oder Rundung anpassen. Das sind die nächsten Schritte. Ich werde natürlich den ganzen Bau des Bootes weiter filmen. Ihr kriegt dazu von mir immer wieder Timelapse-Videos, in denen ihr einfach den ganzen Bau verfolgen könnt, so wie ich das gemacht habe. Oder wie ich es mache, könnt ihr euch dort abschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren oder einfach unter das Video posten. Das ist mein Riva oder italienisches Sportboot-Spantensatz und den könnt ihr bei mir erwerben. Das Ganze ist natürlich immer mit ein bisschen Lieferzeit verbunden. Es gibt da im Prinzip drei Varianten. Die eine Variante ist der reine Spantensatz, die zweite Variante ist ein fertiger Rumpf als Rohbau, geschliffen, nicht lackiert, ohne Innenausbau, ohne Elektronik, ohne alles. Für die Leute, die gerne einfach nur ein bisschen den Innenausbau machen wollen und sich das nicht zutrauen, das Boot so zu beplanken, wie ich das tun werde. Meine Planken bestehen aus echten Mahagoni. Das Ganze sind 3,5 bis 4 mm. Ich habe die Leisten selber geschnitten und ausgehobelt. Damit werde ich das direkt beplanken. Ich werde ohne Unterbeplankung arbeiten. Ich habe das schon bei 4 anderen Booten gemacht. Das hat super geklappt. Und ich erspare mir da natürlich einiges an Material, einiges an Abfall und habe am Ende einen tatsächlich echt beplankten Rumpf. Gerade Mahagoni lässt sich gut verarbeiten. Ja, vielen Dank an der Stelle und viel Spaß beim selber versuchen.